Ich bin ein bisschen nachdenklicher geworden, das bin ich. Ich mache mir schon Gedanken, wie geht's weiter? Da geht jetzt wahrscheinlich schon die Angst durch die Branche. Das wird jetzt natürlich durch das Coronavirus, wird das, glaube ich, jedem noch mehr bewusst. Und wie zerrissen auch diese Branche ist. Bei den Frauen sieht es ja gleich dann noch bescheidener aus, sagen wir es mal so, was die Jobs anbetrifft. Wenn dann noch diese paar Jobs im Jahr dann auch noch wegfallen, dann wird es halt ganz gruselig, sagen wir es mal so. Also sprich, ohne Querfinanzierung geht da eigentlich gar nichts. Wenn man dann noch Kinder hat, dann wird es noch heftiger. Klar, wenn die Kitas nicht mehr aufhaben, die Schulen, ist eine ziemliche Kacksituation. Wir werden da hoffentlich doch einiges lernen daraus. Also ich hoffe es jedenfalls, dass Solidarität, der Wert der eigenen Arbeit jetzt wieder auf den Tisch kommt und man sich da wirklich Gedanken machen muss und ob wir wirklich danach so weitermachen wollen, noch auf solchen Gagen rumreiten wollen, wovon wir nicht mal leben können und im Falle einer Krise dann komplett untergehen oder ob wir da was ändern und vielleicht auch solidarisch miteinander umgehen. Also das wäre meine große Hoffnung.